Eine Überraschung erwartet euch dieses Mal. Aber was es ist, müsst ihr selbst herausfinden. Schreibt es einfach in die Kommentare. Also bleibt dran und schaut das Video jetzt sofort. Nicht jedes Tier hier ist ein Alpha. Ja, trotzdem war es ein Raptor. Ja. Das heißt, der greift an. Mag schon sein. So. Kann man jetzt eigentlich nur, du kommst jetzt, versuchst den großen Boss zu töten? Nee, aber jetzt fehlt mir auch noch mein anderer Dino, mein Terra. Da vorne ist die Klippe. Ich sehe da unten aber nichts. Also ich habe jetzt wirklich jeden Dino verloren? Außer den, auf dem du sitzt. Außer dem, auf dem ich sitze und es ist... Deine Leistung mit denen verlieren würdest. Und weiter reitest. Würde ich wahrscheinlich auch noch schaffen. So, dann gucken, wo bist du jetzt gerade lang gelaufen. Ich nehme kein Dino mehr mit. So, was haben wir denn hier so Schönes? Wo ist jetzt hier? So, dann muss doch mal wieder die Karte schauen. Hier ist eine Schriftrolle. Genau, wir müssen irgendwo wieder in diese Richtung laufen. Diese Richtung. Ja, das ist schon, glaube ich, die bessere Alternative in dem Spiel, die Dinos zu behalten, anstatt sie zu verlieren. Das hast du sehr gut erkannt, Alex, ne? Ich weiß nicht so richtig, ob ich die jetzt wirklich behalten will, weil am Ende sterben sie mir sowieso alle weg. Oder ich verliere sie halt im Busch. Und ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Dann mach die Bäume weg. Muss ich doch bei dem ständig ins Inventar die Sachen rausschmeißen? Ich habe eine Ruine gefunden. Ja, in dem... In der Urne ist was drin. Dann gucken wir doch mal rein. So, haben wir was. Haben auch wieder was gefunden, kann ein bisschen drehen. Sehr schön. Hab das auch mitgenommen, ich denke mal schon, ne? Ja, ich glaube schon. Also bei dem Textdeck oder Text, ja, Textdeck ist er, ne? Vermute ich, dass er wirklich runtergeflogen ist. Aber da unten war nichts. Warst du schon da unten beim Obelisken? Ich meine, dort an der Klippe, wo der Obelisk ist. Ja, ich habe runtergeguckt. Ja, ansonsten sind sie halt weg. Wir kriegen auch wieder neue. Ah, hier ist Terra. Hallo, Terra. Hast du Terra schon wieder gefunden? Ja, wo auch immer. Der kam jetzt hier mitten auf der freien Lichtung angerannt. Weil wie ist, wo der sich gerade vergnügt hat. Ja, da hat er seinen Spaß und jetzt wollte er wieder zurück, ne? Da machen wir noch ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist. 200 Meter von dir entfernt. Hier oben. Wo oben? Ich komm angedackelt. Einen wunderschönen guten Abend an alle Raider da draußen. Herzlich willkommen bei Meistens Anders. Hallo. Wir spielen Ark. Also nicht wundern. Meine Stimme könnte manchmal etwas kratzig wirken. Oh, jetzt wird endlich mal der Chat richtig schön zugespammt. So gefällt mir das.
Also wir spielen hier Ark. Wir spielen Ark seit Ende letzten Jahres und versuchen uns immer noch so ein bisschen mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Jetzt ist es dunkel geworden. Und ich habe meine Dinos verloren. Genau, die ich mit hatte. Sie hat mal wieder ihre Dinos verloren. Und habt ihr noch bei Runden gewonnen? Bei World of Warships? Weil die eine Runde habe ich ja gesehen. Schöner Sieg, ja. So, wo gehen wir hin? Ah, es muss. Kann man töten. Nicht, doch, ich hab's getroffen. Ja, wir haben es lange Zeit nicht gespielt, alleine wollte ich nicht und auch bei mir war die Grafikleistung nicht besonders stark. Deswegen haben wir das nicht. Irgendwann kamen dann bessere Grafikkarten, bessere PCs und da haben wir dann gesagt, jetzt können wir das mal machen. Ich suche die Liebe noch zu dem Spiel. Jetzt habe ich schon wieder den anderen Dino verloren. Oder ist er bei dir? Sie spielt es meinetwegen, ja. Wo ist denn Shredder Terra hin? Sie hat schon wieder einen Dino verloren. Wenn du den siehst, nimm du ihn. Kann es sein, dass du öfters rennst? Ja, rennen die dann nicht mit. Ja, aber wahrscheinlich kann es sein, dass sie zu langsam laufen, weil die vielleicht langsamer sind als der Dino, mit dem du rennst. Aber ich renne nicht so lange, so schnell, so viel. Aber das könnte vielleicht die Ursache sein. So, ich nehme jetzt hier mal noch. Also nicht wundern, das was ich hier mache, ist alles so ein bisschen willkürlich. Ich habe keine Ahnung, ob das so passt. Und dass ich mit dem Carnotaurus gerade jede Menge Bäume platt mache, liegt daran, dass ich den einfach auch ein bisschen leveln will. Wie zum Beispiel jetzt. Und deswegen machen wir das Lama hier weiter. Ziel ist, den zu einer Kampfbestie auszubilden. Kann mich nicht bewegen, er freut sich noch. Sehe ich wieder nichts vor lauter Bäume. Terra habe ich aber so nicht gefunden. Ich weiß ja nicht mal, wo du lang gelaufen bist, wo ich Terra finde. Ich laufe hier kreuz und quer. So. Terra hat dann getötet. Hat sich den Baum in den Weg gestellt. Muss da weg. Da haben wir noch ein schönes Bäumchen. Ach, hier ist Terra. Der findet immer wieder den Weg zu mir. Dann solltest du vielleicht etwas langsamer laufen. Noch langsamer, ne? Hm. Obwohl ich ja vorhin auch mal kurzzeitig einen Dino verloren hatte, da hat sich der Triceratops einfach festgehangen. Vielen Dank für dein Follow, Lone Wolf. Das freut mich sehr, dass du ein Teil der Armee der Finsternis sein möchtest. So, ich glaube, bei dem haut's gerade mit der Ausdauer nicht hin, ne? Ja, ich habe ein bisschen zu schnell gemacht. Also zu viel gekämpft, hat Ausdauer gekostet. Da muss ich ein bisschen warten, dass die Ausdauer wieder zurückkommt. Denn erst danach kann ich weitermachen. So, du komische Mücke oder was immer du bist, wirst gefressen. So. Eine Mega-Neura. Jetzt sollten wir langsam mal Richtung den Strand gehen. Bist du eigentlich schon in den Strand gegangen? Ich bin schon am Strand. Bist schon am Strand. Okay, dann werde ich jetzt auch mal auf den Weg gehen, weil ich bin ganz ein bisschen hier Wald gerodet. Ich habe halt die zwei Dinos jetzt. Och, stellst du dich einfach im Weg? Was soll denn das? Nicht mehr gefunden. Aber entweder wir finden sie noch oder eben nicht mehr. Ne? So. Meine Triceratopen sind noch da. Das ist schön. Ich habe auch noch mein Vogelfieh. Das Spiel ist komplett Standard. Ohne jegliche Mods. Völlig ungeschliffen. Und wir spielen auf der Karte The Island. Viele spielen ja die neueren Karten. Was ist ja Valguero, wie das heißt.
Und auch jetzt hier das ganz neueste Fjordur oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Gut, stimmt, jemand, der Ark kennt, dem muss ich nicht sagen, was es für eins ist. Ich muss in diese Richtung, um zum Strand zu kommen. Ich habe einen. Was habe ich denn jetzt gerade gekillt? Du hast ein Diplodocus? Langer Schwanz? Ja. Das könnte ein Diplodocus gewesen sein. Und ein langer Hals. Das auch. Oh, die Island kennst du auswendig? Mann, wie viel Holz hat der mitgenommen? Der ist extrem stark im Holzernten. Alter. Und hier gibt's. So, also kurz gesagt, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, das ist die Nummer zur Karte, in die Pfeilrichtung, die ich gerade zeige. Dort zu dem Strand wollen wir. Und dann ist das Ziel, Richtung Norden zu laufen. Wir wollen uns mal die Gegend angucken, die kurz vor der Eislandschaft kommt. Weil dort könnte es ja möglicherweise etwas flacher sein. Also wir haben zwar schon mehr oder weniger eine Base, wir haben ein bisschen Gebäude und. Wir suchen aber eigentlich einen Platz, wo wir uns dann vielleicht endgültig mal niederlassen können. Und von dort kann man auch schnell in die Eislandschaft rein und vielleicht kommen wir da auch mal zu Höhlen. Hier geht's runter. Komme ich jetzt hier runter? Ungünstig. Bin ich an der Klippe. Ah, hier hinten bist du. Bist du da unten oder bist du... Ich bin nicht oben, ich bin unten am Strand direkt. Ach, da ist, ich sehe die Flamme. Du bist da vorne wahrscheinlich irgendwie runtergekommen, ne? Ja, hier unten ist der Weg. Dann gehe ich mal in die Richtung. Dann bin ich einfach nur irgendwo oben lang gelaufen und hätte hier einfach lang gehen können. Ja, ich habe zwar noch meine Dinos gesucht, aber jetzt nicht mehr gefunden. Dann bleiben sie eben, wo sie sind. Ja, das ist so. Das Eis ist gefährlich. Der Wald mit den hohen Bäumen soll auch gefährlich sein, habe ich gesagt. Aber ich möchte so gern einen T-Rex sehen. Wenigstens mal gesehen haben und danach wieder respawnen beim Bett. Ja. So, kommen wir jetzt hier irgendwie. Hier wird es langsam gut. Genau, der Redwood. Also wir leben eigentlich viel auch von den Tipps aus dem Chat, denn. Wie schon gesagt, wir sind jetzt hier völlige Anfänger. Ich habe keine Ahnung, was ich hier in diesem Spiel tue. Jetzt werde ich einmal weiter Nahkampf schaden. Ja, machen wir weiter Nahkampf, damit er auch mal dementsprechend auch andere Dinos töten kann. Weil unser Problem war, also wir hatten zwei Spinos. Wir haben geschafft, zwei Spinos zu zähmen. Allerdings hat uns dann einmal ein Alpha-Raptor überrascht. Dabei ist ein Spino draufgegangen, der andere hat es überlebt. Bis uns der zweite Alpha-Raptor angegriffen hat. Der hat dann auch den zweiten Spino kalt gemacht. Und der dritte Alpha-Raptor hat uns zum Glück nicht gesehen. Genau, der dritte Alpha-Raptor, das war glaube ich im letzten Stream, der dürfte sogar noch einen Clip geben. Der war direkt hinter diesem Carnotaurus. Carnotaurus heißt, naja. Ist so ein weißer Alpha-Raptor langgelaufen, den wir allerdings auch nicht gesehen haben. Nur jemand von den Zuschauern hat diesen gesehen und einen Clip erzeugt. So, jetzt sind wir alle am Strand. Da, wo wir hinwollen. Mal kurz hinstellen, mal kurz eine Pause machen. So, damit auch die Ausdauer sich mal wieder ein bisschen erholt. Dann haben wir hier mal noch ein bisschen Fleischkram raus. Hat genug zu fressen. Ja, das ist halt nicht dieses typische Story-Spiel. Da hat man ja oft durch die Quests eine gewisse Richtung vorgegeben. Stimmt's, Alexa? Ist bei Story-Spiel so? Es soll zwar hier auch wie so ein bisschen Story, also so ein bisschen Gegner geben, also so Boss-Gegner. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man, wenn man die Boss-Gegner besiegt hat, dann die Welt besiegt hat und hier rauskommt. Ich weiß es nicht. Sollte es so sein, dann... Achso, Kompis sind hier. Achso, bei mir nicht. Kompis sind gerade frech geworden und werden erlatscht. Wir sind nicht mehr angreifen. Also ich habe vermutet, dass Ark etwas komplexer ist gegenüber den Spielen, die wir sonst so spielen.
Aber ich habe nicht mit dieser Komplexität gerechnet. Also wenn man so nimmt, wir spielen sonst die Elder Scrolls Online oder auch Diablo 2 Resurrected. Die Elder Scrolls Online läuft auch aktuell immer samstags im Livestream. Viel Spaß im Lurk und vielen Dank dafür. Und im Donnerstags-Livestream dort, das ist so ein bisschen mein Solo-Abend. Dort spiele ich aktuell einen, aus meiner Sicht, Retro-Klassiker. Dungeon Keeper 2. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren schon mal gespielt. Habe ihn tatsächlich zum Laufen gekriegt. Und da habe ich gedacht, ich stream den einfach nochmal. Terra hängt fest. Muss in dem bei. Zum Glück habe ich dich. Die ist ja an den Steinen erst nicht vorbeigekommen. Kam. Weil es auch gar nicht so einfach ist, hier drüber zu laufen, ne? Der will gar nicht hier drüber. Jetzt. Deswegen ging's nicht. Weil du nur aus einem ganz bestimmten Winkel hier drüber kommst. Achso, ich bin einfach gelatscht. Du hast wahrscheinlich den Winkel genau erreicht. Kann sein. Kurz gucken. Der andere. Gut, jetzt sind sie beide da. So, hier ist jetzt unerforschtes Gebiet. Unerforscht? Ich glaube, hier waren wir jetzt noch nicht. Nee, waren wir auch nicht. Wir laufen jetzt ja langsam Richtung Norden. Genau. Ich will auch mal so einen Wollmammut sehen. Ist so richtig? Ja, genau. Wir laufen jetzt Richtung Norden und spätestens bei Eis. Aber ins Eis sollten wir nicht reinlaufen. Dann erfrieren wir. Genau. Weil die Kleidung, die wir aktuell haben, die ist eigentlich nur dafür da, dass wir nicht so schnell schwitzen. Aber frieren werden wir verdammt schnell. Aber hier oben ist wieder so ein schöner, was auch immer wieder heißt. Hallo. Prost. Iguanodon. Bist du ein Iguanodon? Könnte sein. Das ist ein... Sag doch gar nicht an, ne? Es sah jetzt gerade so aus, als hätte dein Dino dem am Popo geschnuppert. Ja. Er kann auch mal reinbeißen. Dann am! Es war ein Iguanodon, jetzt stand's da. Und der Lone Wolf hat's auch bestätigt. Die Leute haben immer alles so viel Ahnung, Wahnsinn. Ja, wenn wir wissen ja nicht, wie lange spielst du das Spiel denn schon? Wenn du die Island auswendig kennst, sehr wahrscheinlich schon eine verdammt lange Zeit. Hast du auch mal einen Hyänodon gezähmt? Oh, da ist ein Terrazinus aus. Oh. Schnell mal beseitigt, der uns angreift. Lass doch meine nicht zugucken. Seit Release. Release war, glaube ich, 2015. Terra hängt wieder fest. Ah, jetzt ist er voll. Achso, weil er gegen das Holz gehauen hat. Deswegen. Jedes zähmbare Tier. Das Wahnsinn. Stimmt. Respekt. Verrückt. Fackel kaputt. So, jetzt steige ich mal kurz ab, weil dein Terra kommt nie raus. Suche ich mal, ob ich den hier irgendwie im Baum. Ist der Baum weg? Ist er frei? Terra steht hinter mir. Ich hatte gerade einmal etwas entleert. Der hat gerade gegen das Holz gehauen, aber voll. Okay, das war's. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.